Willkommen bei Ghost TV, meine Freunde. Ja, das Ding ist durch. Ihr habt wahrscheinlich übers Wochenende schon so ziemlich überall gesehen und gehört. Die Geschichte mit der Waffenrechtsverschärfung ist gelaufen, leider Gottes, zu 99,9% an uns vorbei. Ja, es nutzt alles nichts. Trotz alledem gibt es zwei Punkte, die man da beachten sollte, die man zumindest auf dem Schirm haben sollte. Und vorab möchte ich aber noch ein bisschen was von meiner eigenen Meinung zu der ganzen Situation und Problematik mal mitteilen. Und wenn euch das Video hinterher gefallen hat, lasst ein Like da und lasst ein Abo da. Ja, wir haben jetzt Wochen, Monate lang rumgehampelt mit dieser ganzen Geschichte und es keimte immer wieder, zumindest bei mir, so ein bisschen Hoffnung auf, dass das Ganze vielleicht noch irgendwie zu retten ist. Nachdem das BZL sich mit dem VdB dann zusammengetan hat und dann zusammen an einem Strang gezogen haben, hatte ich und vielleicht auch der eine oder andere von euch die Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Leider Gottes kam die ganze Sache meiner Meinung nach viel, viel zu spät. Man hätte schon Monate früher einen Konsens da finden müssen, um vernünftig zusammenzuarbeiten. Vielleicht hätte das was geändert. Aber es ist, wie es ist. Und die ganze Jammerei nutzt jetzt im Moment nichts. Wir müssen gucken, dass es irgendwie weitergeht. Und es macht auch wenig Sinn, sich jetzt, wo das Kind mehr oder weniger in den Brunnen gefallen ist, weiter an diesem Thema festzubeißen. Natürlich sollte man gucken, dass man da auf dem Laufenden bleibt. Und ich werde auch versuchen, euch, wenn es irgendwelche sinnigen Neuigkeiten gibt, euch da auf dem Laufenden zu halten. Aber im Endeffekt ist das Ding jetzt erstmal gelaufen. Ja, aber welche Punkte gibt es da, die ich jetzt für wichtig halte, dass man sie zumindest im Hinterkopf behält und auch für die Zukunft ja vielleicht auch berücksichtigen sollte? Ich packe euch mal unten in die Videobeschreibung von All for Shooters einen Link. Die haben das Ganze sehr schön in einem Artikel auf den Punkt gebracht. Ich habe mir das Ganze angeschaut und wie gesagt zwei Punkte gefunden, die ich erwähnenswert finde, damit der eine oder andere nicht noch weiter ins Fettnäpfchen tritt. Ich blende euch das mal ein und lese euch das Ganze dann dementsprechend auch mal vor. Wenn das Gesetz so, wie von der Ampelfraktion verabschiedet, den Bundestag passiert und in Kraft treten sollte, dann wird deshalb künftig für jedermann und jeder Frau die Empfehlung lauten, Messer oder an sich erlaubnisfreie Waffen sollten gar nicht mehr eingepackt werden oder wenn doch, dann stets nur nicht zugriffsbereit. Das bedeutet vereinfacht gesagt, es müssen drei Handgriffe oder mehr nötig sein, bevor das Messer oder die Waffe gegriffen und benutzt werden kann. Für Messer findet diese Ausnahme in § 42 Absatz 4a Satz 2 Nummer 3 Waffengesetz, Klammer auf, der auch § 42 Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 Waffengesetz beziehungsweise § 42 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 in Bezug genommen wird, Klammer zu. Für Waffen findet sich die Ausnahme für den nicht zugriffsbereiten Transport in § 42 Absatz 5 Satz 3 Nummer 1b. Das ist jetzt ein Auszug gewesen aus dieser Geschichte. Ihr seht also daran, wie viele Paragraphen und Sätze und Absätze und Nummern da wieder dranhängen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich wirklich, generell, wenn es nicht unbedingt sein muss, ja, muss in Anführungsstrichen, also ich nicht wirklich darauf angewiesen bin und einen Zweck oder ein Bedürfnis in dem Moment nachweisen kann, hieb- und stichfest, dann sollte ich darauf verzichten, in Zukunft ein Messer noch mitzuführen. Es sei denn, ich habe ein verschlossenes Behältnis, dann sieht es vielleicht anders aus. Aber wir lesen mal weiter. Für Jäger und Sportschützen interessant ist daneben die im Entwurf beinhaltete Ausnahmeregelung. Für den Fall, dass ein Messer, aber nicht eine Waffe, im Zusammenhang mit der Brauchtumspflege der Jagd oder der Ausübung des Sports dementsprechend mitgeführt wird. Genau zu achten ist dann aber in jedem Fall darauf, ob es auch wirklich den erforderlichen Zusammenhang gibt. Das Rechtsrisiko des Irrtums ist groß. Also,
Hier wird wirklich ausdrücklich nochmal darauf hingewiesen, dass es eine Ausnahmeregelung gibt. Ich selber habe versucht, da mal einen vernünftigen Text mit einer vernünftigen Definition der einzelnen Ausnahmen zu finden. Ich habe bis jetzt nichts gefunden. Vielleicht wird da nochmal irgendwas kommen. Wenn es soweit ist oder wenn ich was gefunden habe, werde ich es euch natürlich mitteilen. Aber generell empfiehlt es sich wirklich, davon abzusehen, jetzt zukünftig dann dementsprechend ein Messer mitzuführen, dort wo es nicht mehr erlaubt ist. Es macht wenig Sinn, dickköpfig da jetzt zu sein und zu sagen, ich mache trotzdem und dann gehe ich zum Anwalt. Das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Ich persönlich habe für so einen Blödsinn auf Deutsch gesagt, also Blödsinn in Anführungsstrich, natürlich ist es tragisch, aber für solche Klamotten letztendlich auch keine Zeit, ja, dass ich mich jetzt auch noch um den Mist kümmern muss, wenn ich dann irgendwo mal kontrolliert werde. Es ist natürlich ein Drama, keine Frage, es ist auch eine absolute Frechheit, aber das ist, wie gesagt, jetzt die letzten Wochen und Monate oft genug diskutiert worden und wir haben einfach den Kürzeren gezogen. Der eine oder andere wird jetzt wieder sagen, ja, man muss nicht immer alles das machen, was von uns verlangt wird und was auch immer alles. Jeder kann seine Meinung dazu haben, gar keine Frage. Ja, wie gesagt, in diesem Video werde ich nur meine eigene Meinung kundtun. Also es muss jeder wissen, wie er mit dem Thema umgeht. Ich kann nur wirklich jedem empfehlen, um auf der sicheren Seite zu sein zukünftig, sich den Artikel mal selber durchzulesen von All for Shooters und da dann dementsprechend nachzuhandeln, wie ihr es für richtig haltet. Es gibt natürlich auch noch eine Geschichte, die etwas entschärft wurde, wobei das eigentlich unwesentlich ist. Aber auch die wollen wir uns mal anschauen. Mit der Änderung ist im Wesentlichen lediglich vorgesehen, dass die vorübergehende Sicherstellung von Waffen und Munition während der Dauer der Prüfung von Rücknahme oder Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse nicht mehr zeitlich unbeschränkt möglich, sondern auf höchstens 6 Monate beschränkt werden soll. Unverändert soll die Waffenbehörde dabei zwecks Sicherstellung auch die Wohnung des Betroffenen durchsuchen dürfen, wenngleich abseits von Gefahr im Verzug nur mit richterlichem Beschluss. Ja, ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, ein wirklich sehr kleiner Tropfen. Aber wenn es dann den einen oder anderen wirklich mal betreffen sollte, kann man froh sein, dass das Ganze auf 6 Monate beschränkt wird. Das bedeutet natürlich auch, in den 6 Monaten muss die Behörde handeln. Handelt sie nicht, liegt das Problem bei der Behörde. Und ich denke, wenn man dann dementsprechend sich rechtlichen Rat holt, dass man da auch ganz gute Chancen hat. Aber auch das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Ja, das sind eigentlich die beiden Punkte. Zum einen, achtet wirklich darauf, wie ihr mit euren Messern in Zukunft umgeht. Kümmert euch darum. Ich formuliere es mal anders. Ich sehe es jetzt mal aus Sicht eines Sportschützen. Also wirklich des Sportschützen oder des Jägers. Wobei die Jäger mit dem Bedürfnis da, glaube ich, nicht ganz so viele Probleme haben werden. Aber aus Sicht eines Sportschützen wäre mir persönlich das Risiko zu groß, durch ein Vergehen zukünftig, durch das Mitführen eines Messers, meine Zuverlässigkeit zu verlieren und damit auch meine Sportgeräte abgeben zu müssen. Aber auch das ist wirklich nur meine Meinung. Da sollte jeder gucken, wie er selber damit klarkommt und selber entscheiden. Wobei mich natürlich eure Meinung dazu auch mal interessieren würde. Und es ist mit Sicherheit für den einen oder anderen in unserer Community auch mal ganz interessant, die Meinung der anderen zu hören. Der andere Punkt, ja, wie gesagt, er ist sehr, sehr schwammig und sehr, sehr, ja, ich sag jetzt mal, unbedeutend für 99,9% von uns. Aber sollte man dann doch zu der Personengruppe gehören, die es mal treffen sollte, was die Rücknahme einer waffenrechtlichen Erlaubnis angeht. Vielleicht ist das Zünglein an der Waage, was dann eventuell helfen könnte. Ja, wie gesagt, lasst mir eure Meinung mal da. Mehr Neuigkeiten gibt es eigentlich nicht. Befriedigend sind die jetzt gebrachten Informationen auch nicht, das weiß ich. Ihr könnt euren Unmut gerne in den Kommentaren
freien Lauf lassen, aber bitte so, dass YouTube die Kommentare nicht direkt sperrt. Ich muss da nochmal daran erinnern, auf meinem Kanal ist der strenge Modus bei den Kommentaren aktiviert, damit ich selber auf der sicheren Seite bin und die Kommentare, die YouTube für regelkonform, für regelwidrig hält, direkt gelöscht werden. Gut, Freunde, das soll's gewesen sein. Und ich denke, wir wenden uns jetzt mal wieder den wichtigen Dingen zu, nämlich unserem Skisport. Und da werden wir in Zukunft mal wieder das ein oder andere Video zu bringen. Bis dahin, macht's gut, bleibt fit, gesund und munter. Wir sehen uns. Ciao, ciao.